So. Wo fehlt uns jetzt ein bisschen was? Wir haben doch alles. Hä? Oder fehlt die Fläche? Eigentlich müssten wir jetzt genug haben. Na gut, dann machen wir da hinten wohl noch ein bisschen was hin. Oh, wir haben ein richtig großes Wassergebiet gerade eben. Okay. Wie ist denn jetzt mit Zetosch? Ah ne, der zerstört auch einiges. Da hinten noch einmal das mit hin. So, da können wir noch. Hallo, platzieren. Jetzt übelst viele Punkte verschenken, ist die andere Frage. So, einmal. Immer ziemlich viele Punkte her. Was fehlt uns noch für einen Aufstieg? Das hier vielleicht noch grün werden. Ich verstehe es gerade nicht. Muss man das verstehen gerade, warum das nicht funktioniert? Mach da noch einen hin. Das sieht doch schlecht. So. Da hinten nochmals. Da haben wir jetzt ordentliches Gebiet. Hier. Und hier. Da kann ich jetzt zum allerersten Mal verkacke ich das ganze Ding hier. Ach, da oben hätte ich auch was hinstellen können, ich Idiot. Egal. Was fehlt hier noch? Wir haben genug Bäume, wir haben hier doch alles. Was stört dem hier noch? Da könnte man nach hinten vorschießen. Sonst sehe ich jetzt auch nicht mehr, was wir hier noch machen könnten. Wird auch wieder Minus. Hä? Verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Woran ist jetzt scheitert, damit wir auf die letzte Stufe kommen? Haben wir da hinten vielleicht noch was? Ich habe keine Ahnung gerade. Jumas, ich hoffe, ich verschwende jetzt die Punkte nicht und verkacke alles. Hier, hier, hier. Komm, so machen. Ich habe nicht keine Ahnung, oder irgendein Gebiet ist wahrscheinlich zu wenig mittlerweile wieder. Heißt nur welches Gebiet? Blumengebiet vielleicht? Haben wir vielleicht zu viel Blumen zerstört?
das am Anfang in Ordnung war und jetzt ist es nicht mehr in Ordnung. Ah, es hat ein Blumengebiet gefehlt. Okay. So. Dann machen wir da mal ein bisschen Temperatur hoch. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Plus 6, plus 4. Plus 3. Geht nichts mehr. Plus 8. Okay. Dann brauchen wir dieses Gerät hier. Und ein Bildchen. Und jetzt soll nicht alles abbauen. Nicht da hinten eigentlich hinfahren. Ich glaube ja. Dann bauen wir uns erstmal hier vorne das Zeug ab. Und dafür baue ich hier hinten nochmal eine Temperatur hin. So. Perfekt. Dann geht's jetzt ins Abbauen. Und zwar hier einmal eine hin. Hier kommt einer hin. Und dann muss man schauen, ob wir das hier alles irgendwie in eins reinkriegen. Jo, passt. So, dann fände ich da hinten. Und sammelt es ein. Dann haben wir jetzt hinten bald ein komplett freies Gebiet. So, perfekt. Das nimmt ihr wieder mit. Wir kriegen wieder Punkte. Wir können weiter abbauen. Da noch eins und da haben wir eins. Hier hinbauen und dann schauen wir, wie wir das hier ein bisschen geregelt bekommen. Okay, da hinten komme ich ja nicht hin, das muss ich erst nach vorne ziehen. Schauen wir mal, was wir da so zusammenkriegen. Alles an Material. Okay, gut, das sieht alles. Und was kriegt man hier hinten so zusammen? Noch ein bisschen was. So, dann machen wir hier noch einen hin. Okay, dann schauen wir mal. Was haben wir gerade? Niederschlag recht hoch, Temperatur könnte nur etwas. Temperature. Schauen wir mal, ob das noch irgendwas ändert an der Temperatur. Was ist für Niederschlag auf jeden Fall? Dann könnte man auf jeden Fall jetzt mal hier hinfahren. Das holen und das hier noch nicht. Hier so hin. Hier so hin. Das könnte ich hier noch benutzen. Hier hin. Dann zahlen wir das hier ein. Und ah, da komme ich hin. Wenn ich da vielleicht genug einsammeln. Ja. Okay. Was hat das? Keine Ahnung mehr. Wir müssen natürlich starten. Hier bitte einmal einsammeln.
Das ist Temperatur zu niedrig. Gut, fährt wieder hinter. Der deckt jetzt das Gebiet ab. Danach fahren wir dann. Hier hin. Wir sammeln das Zeug ein. Und das Zeug hier ein. Ich hab ihn nur. Mit eng. Und hier hin. Dann fährst du mir hier hin. Und. Warte mal. Hier hoch. Hier runter und hier hin. So, noch mehr einsammeln da oben. So, ist er denn gerade? Da unten ist er. Okay, dann. Sammelst du mir die Ecke noch einmal ein? Noch. Und dann zu guter Letzt. Hier. Habe ich dann alles? Nein, da habe ich noch was vergessen. War vieler. Okay. Das sollte dann eigentlich alles sein, was wir brauchen. Ich glaube, dann haben wir alles. Die Ecken da hinten, die dunklen, die sind halt ein bisschen schade, aber sonst. Haben wir es gut bevölkert, das ganze Ding? Würde ich mal so von mir behaupten. Ja. Der fährt jetzt da hoch, sammelt das hier da hinten ein, dann fällt er wieder runter, fällt das, sammelt er das ein und dann fährt er rein. Ich habe gedacht, ich habe hier Verbindung, aber nein. Da hätte ich hier die Brücke hinmachen müssen. Blöd von mir. Aber gut, dann wartet mal ein bisschen. Wir sehen, Fische sind da, Tiere sind da. Wir haben ein Wasteland komplett neu bevölkert. Ich finde das Spiel total schön. Och nee. So, dann fahrst du wieder dahin. Ich hoffe, du fahrst jetzt da runter. Gut so. Dann sammelt auch das auch noch ein schnell. So, wir haben es geschafft. Wir haben alles abgebaut, was von unserem Aufenthalt hier gezeugt hätte. Und nun starten wir. Ist echt schön animiert auch und alles. Sieht man eigentlich meine Maus? Ja, sieht man schon. Okay. So. Das Brötchen wird eingesammelt. Und weg fliegt die Drohne. Gut, wir haben jetzt hier so kleine Ecke hinten. Na. Wasteland reclaimed. Man muss jetzt auch sagen, es ist bis jetzt nur eine Demo. Und es macht echt viel Spaß. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang hier dran gebaut. Es geht schnell rum. Also am Anfang, wenn man neu macht, dann braucht man schon so eine Stunde, bis man schnallt, was man machen muss. Aber
Ich kann euch zumindest das hier zeigen noch. Von dieser wunderschönen Demo. Es ist nur dieses kleine Fleckchen. Das ist das unten, die kleine Ecke, was jetzt gemacht haben, soll es eine ganze Welt, die neues Leben braucht. Wie gesagt, ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Am besten, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch die Demo schafft, also wenn ihr es heute bei der ersten Folge runtergeladen habt, dann habt ihr nur einen Tag spielen können. Ansonsten auf jeden Fall auf die Wishlist draufsetzen, wem soll ich Spiel Spaß machen und die Entwickler unterstützen und es kaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Let's Play. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und vielleicht spätestens, wenn Terranil wirklich rauskommt und wir es gemeinsam spielen. In dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Und die Welt neu aufforschen.